Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder ein What I Read Next Video, sprich, ihr dürft aussuchen, welches Buch ich im April lesen werde. Ja, das Video kommt diesen Monat etwas später. Normal versuche ich es immer am Ende vom Monat schon hochzuladen für den darauffolgenden Monat. Aber wie ihr wisst, habe ich im März ungefähr 2,5 Wochen insgesamt flach gelegen. Die Kinderbazillen hatten mich vollständig im Griff, es hat mich komplett niedergestreckt. Dementsprechend konnte ich auch das ein oder andere Video nicht vorproduzieren. Daher kommt das Video heute, weil der Monat hat ja trotzdem noch 25 Tage oder 24 Tage. Und in diesen Tagen werde ich definitiv eins der folgenden Bücher, die ich euch vorstelle, lesen. Im März hat übrigens Schattenthron das Voting gewonnen, falls ihr das nicht bei Instagram gesehen habt. Schattenthron habe ich auch gelesen im Monat März. Das dürftet ihr in meinem Lesemonat festgestellt haben. Und für den Monat April habe ich mir wieder eine kleine Besonderheit ausgedacht, beziehungsweise das hatten wir auch schon einmal. Ich habe mir 4 Bücher sowohl von meinem Sub, macht ja Sinn, als auch von meiner 22 für 22 Liste ausgesucht. Das hat den einfachen Grund, dass jetzt schon 3 Monate vergangen sind und ich glaube, erst 6 Bücher von meiner Liste streichen konnte. Und ja, ich wieder Angst habe, dass ich am Ende vom Jahr dann da sitze, dass ich innerhalb von 4 Wochen noch 5 Bücher lesen muss davon, um die Challenge zu schaffen. Deshalb möchte ich jetzt so ein bisschen vorpuffern, dass ich da das eine oder andere schon abgehakt habe. Mein 1, 2 kommen im Laufe des Jahres auch erst raus, die kann ich jetzt noch nicht lesen. Aber jetzt im April zum Beispiel kann ich eins von der Liste streichen, da kommt nämlich Crescent City raus. Aber diesbezüglich werde ich noch ein extra Video machen, wie auch schon im ersten Quartal wird es noch ein Video geben, welche Buchneuerscheinungen von den Monaten April, Mai und Juni mich besonders interessieren. Eigentlich wollte ich euch das schon im März hochladen, aber wie gesagt, ich war krank und konnte es leider nicht vorproduzieren. Ja, das werde ich aber ganz, ganz schnell nachholen, weil ich glaube, 2 Bücher, die ich im April auf der Liste habe, bereits erschienen sind. Jetzt am 1. April. Ja, fangen wir aber direkt jetzt mal an mit diesem Video What I Read Next im April. Ja. Ich habe hier 4 Bücher. Ich glaube, 3 davon habe ich euch auch schon mal in meinem What I Read Next Video vorgestellt, weil ich einfach, es sind 3 Bücher, bei denen ich ein bisschen Motivation brauche. Und ich hoffe, dass ihr mir die gebt. Buch Nummer 1 wäre Jeder deiner Atemzüge von Alexandra Fischer. Auch ein Self-Publishing-Buch. Ich habe das Ganze nämlich im BOD-Buchshop entdeckt und dachte, das Cover spricht dich an. Ja, habe mir dann noch den Klappentext durchgelesen und fand die Story eigentlich super ansprechend und habe es mir dann auch gleich bestellt. Seitdem liegt es leider Gottes auch hier. Liegt vielleicht aber auch dran, dass es einfach so ein sommerliches Beach-Setting hat und ich solche Bücher irgendwie lieber im Sommer lese. Nennt mich verrückt, aber es ist so. Ich erzähle euch mal, um was es geht. Sommer 2004. Da fängt es schon an. Sommer. Nachdem ihre ältere Schwester Tara spurlos verschwunden ist, verbringt Ellie den Sommer bei ihren Großeltern auf Kauai. Dort trifft sie Cale, einen merkwürdigen Jungen, dem das Meer wichtiger ist als alles andere. Ellie, die Wasser nicht besonders mag, kann zunächst nicht viel mit Cale anfangen, doch sie spürt eine Verbindung zu ihm, die sie nicht mehr loslässt und die sie von den Problemen in ihrer Familie ablenkt. In den darauffolgenden Sommer kehrt Ellie immer wieder nach Kauai zurück, und die zarten Gefühle der beiden entwickeln sich zu etwas Großem. Alles könnte perfekt sein, wäre da nicht das Meer, das Cale als Abno-Taucher zu bezwingen versucht. Schon bald muss Ellie erkennen, dass das Leben an Cales Seite ein ständiger Kampf gegen die unendliche Tiefe ist, die ihn immer mehr herausfordert und gegen die sie zu verlieren scheint. Wird sie Cale am Ende aufgeben oder wird es ihr gelingen, ihn zu halten? Jeder deiner Atemzüge von Alexandra Fischer, Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 wäre Die Einsame im Meer aus der Disney-Villains-Reihe, ich glaube Band 3. Ich habe ja die Hörbücher dazu
und muss ehrlich gestehen, dass ich erst die ersten beiden Bände gehört habe. Aber Band 3 habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen und habe gedacht, komm, wenn du das Buch hast, dann kannst du auch einfach die Möglichkeit nutzen, es zu lesen. Die Bänder haben auch gar nicht so viel Seiten. Also es sind immer so um die 200. Das ist jetzt nicht die Welt. An einem guten Sonntag hast du das durchgeklöppelt. Und Ursula ist ja tatsächlich mein absoluter Lieblings-Disney-Bösewicht. Ich liebe ihre ekelhaft böse Lache. Und wir sagen immer so aus Spaß, wenn du dein Handy, beim Handy die Kamera öffnest und möchtest was fotografieren und hast außerdem die Frontkamera an, dann fotografierst du dich ja immer so von unten. Und jedes Mal, wenn das passiert, rufen wir immer Ursula! Fun Fact am Rande. Das wäre Band Nummer 2 für mein What I Read Next Voting. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich euch den Klappentext überhaupt vorlesen muss, weil ich meine, Ursula kennt, denke ich, jeder. Aber meine Zwänge sagen mir, lies alle 4 Klappentexte vor. Also tue ich das jetzt auch. Die einsame Meer. Wie wurde Ariels Tante so rachsüchtig und einsam? Ich glaube, da habe ich schon mal gesagt, dass ich gar nicht wusste, dass Ursula die Tante von Ariel ist. Die Geschichte der Meereskönigstochter Ariel ist ein berühmtes Märchen über Verlieren, Wiederfinden und Aufbegehren. Die Rebellion gegen die Welt ihres Vaters kostet die kleine Meerjungfrau ihre Stimme und fast ihre Seele, aber am Ende überwiegt die Kraft des Guten. Doch was ist mit Ariels Erzrivalin Ursula, der Seehexe? Wie wurde sie so grausam, höhnisch und hasserfüllt? Was trieb sie zu ihrer Besessenheit, Ariel zu vernichten? Ursula, die Einsame im Meer, Buch Nummer 2. Machen wir auch gleich fantastisch weiter. Ich halte jetzt mal stellvertretend den ersten Band der Isara-Reihe nach oben. Es handelt sich aber nicht um Band 1, den ich auf meiner Liste habe, sondern um Band 3, der allerdings noch nicht hier eingezogen ist und dessen Klappentext ich auch nicht vorlesen kann, weil sonst die Leute jetzt gespoilert werden, was in Band 1 und 2 eventuell passiert. Ich zeige euch jetzt einfach stellvertretend Band 1 und lese euch auch den Klappentext zu Band 1 vor, damit ihr wisst, um was es in Isara in der Reihe allgemein geht und euch diesbezüglich entscheiden könnt. Aber der Klappentext ist vorne, habe ich eben schon gesehen. Ari hält sich für ein ganz normales Scheidungskind. Sie lebt bei ihrer labilen Mutter, verabscheut ihren reichen Vater und jobbt neben der Schule, um sich ein Auto leisten zu können. Doch all ihre durchschnittlichen Sorgen rücken schlagartig in den Hintergrund, als übernatürliche Wesen versuchen, sie zu töten. Einer von ihnen ist Lucien, für den Ari als Tochter seines Erzfeindes ganz weit oben auf der Abschussliste steht. Als er jedoch erkennt, wie sehr er sich getäuscht hat, begeben sich die beiden auf die gefährliche Suche nach Antworten. Vor ihnen tut sich ein Abgrund aus Intrigen, Verrat und Machtspielen einer verborgenen Gesellschaft auf, in der Ari ihren Platz finden und vor allem überleben muss. Also Band 1 und 2 habe ich ja bereits schon gelesen mit Ina und Tatjana zusammen und wir haben gesagt, wir wollen so oder so in nächster Zeit auch Band 3 und 4 lesen. Aber wenn ihr jetzt sagen würdet, lest das, könnte ich vielleicht ein wenig Druck machen, dass wir das im April noch tun. Last but not least halte ich euch mal wieder Dirty Headlines in die Kamera. Ich habe ja eine Schwäche für LJ Shen oder LJ Sheen Bücher. Mir wurde gesagt, es wird Sheen ausgesprochen, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Dürft ihr mir gerne mal verraten, ob das wirklich so ist. Ich habe sogar noch ein Buch von ihr auf meiner 22 für 22 Liste. Das da wäre Boston Bells, nicht Hunter. Ich glaube Villain. Villain habe ich, glaube ich, auf der Liste. Ja, ich mag einfach ihre Geschichten. Sie sind halt so richtig schön bad boyig, nenne ich es mal. Also die Protagonisten sind wirklich richtig, richtig arschig und ich frage mich jedes Mal, wie man sich in so jemanden verlieben kann. Aber sie sind halt auch einfach mega heiß. Es ist halt einfach so, die Gesellschaft ist leider sehr oberflächlich. Bist du ein heißer Typ, darfst du auch arschig sein. Furchtbares Weltbild. In Büchern mag ich es allerdings. Was ich in der realen Welt verabscheue, mag ich in Büchern manchmal doch ganz gerne. Ja, Dirty Headlines habe ich tatsächlich bei Instagram gewonnen und seitdem
liegt sie rum. Laura, es tut mir leid, ich werde es wirklich in diesem Jahr noch lesen. Sei es jetzt im April durch das Voting oder eben dadurch, dass ich es auf meine 22 für 22 Liste gesetzt habe. Ja, um was geht's? Stell dir vor, dein unvergesslicher One-Night-Stand entpuppt sich als dein neuer Boss. Als Judith Humphrey sich aus der Suite ihres unglaublich guten One-Night-Stands schleicht, ist sie fast ein wenig enttäuscht, dass sie den attraktiven Unbekannten niemals wiedersehen kann. Hat sie doch sein gut gefülltes Portemonnaie mitgehen lassen. Aber Jude läuft dem Mann, der immer noch ihre Gedanken beherrscht, schneller wieder über den Weg, als ihr lieb ist. Denn er ist niemand anderes als Cillian Laurent, stadtbekannter Playboy, Erbe eines millionenschweren Medienunternehmens und Judes neuer Boss. Eine Boss-Angestellten-Office-Romanze-Geschichte mit arschigem Protagonisten. Und ich gehe mal davon aus, dass sie als Langfinger auch ein bisschen Feuer im Hintern hat. Ja, das wäre nun mal Buch Nummer 4. Wie immer zeige ich euch natürlich die Bücher auch nochmal im Schnelldurchlauf. Das wäre einmal Jeder deiner Atemzüge von Alexandra Fischer. Dann hätten wir Die Einsame im Meer, die Geschichte von Ursula der Seehexe. Dann hätten wir stellvertretend für Band 3 Isara. Ich glaube, der dritte heißt Sturmluft. Und Nummer 4 Dirty Headlines. Jetzt liegt's an euch, jetzt liegt mein Schicksal in euren Händen, wie immer. Ich werde mich dem fügen, was ihr entscheidet. Hackt also einfach unten in die Kommentare, für welches Buch ihr abstimmen wollen würdet. Ihr dürft auch natürlich bei Instagram vorbeischauen, da wird heute Abend in meinen Stories auch eine Umfrage gestartet und das würde euch quasi dann noch eine zweite Stimme geben, wenn ihr unbedingt euch auf ein Buch festlegen wollt, das ich ganz, ganz dringend lesen muss, könnt ihr euch eben somit eine zweite Stimme sichern. Ich höre jetzt auf zu babbeln, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!